Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sims 4 Hausbauvideo. Heute zeige ich euch ein römisches Badehaus, was ich in Oasis Springs gebaut habe. Und die Idee dazu ist nicht komplett meine Idee, denn als Schneeparadies rauskam, kamen mir auch diese Wasserbecken ins Spiel, wie ich jetzt hier auch eins platziere, und der Grundstückstyp Onsen-Badehaus. Und Onsen sind ja japanisch inspirierte Badehäuser. Und als die Erweiterung rauskam, hat es aber nicht lange gedauert, bis die ersten Zimmer auf die Idee kamen, das auch in einen anderen kulturellen Kontext zu setzen. Also dann eben kein japanisches Badehaus zu bauen, sondern ein römisches oder ein orientalisches, weil anscheinend gibt es Badehäuser in vielen Kulturen auf viele verschiedene Art und Weise. War das Deutsch? Ich bin mir nicht sicher. In vielen verschiedenen Varianten, so. Und ich hatte ohnehin mal vorgehabt, so ein römisches Bad zu bauen. Ich dachte aber damals noch, ich würde das einfach als Pool gestalten, also dann halt auch als Schwimmbad vom Grundstückstyp her. Und dann habe ich aber Bilder gesehen von Leuten, die das hier eben mit diesen Onsen-Wasserbecken gemacht haben. Und die Idee fand ich noch besser, weil in einem Schwimmbad halt schwimmen die Sims ja wirklich ihre Runden. Und das passt ja jetzt nicht so gut zu einem Badehaus. Von daher habe ich das jetzt hier so gemacht und ich hatte ohnehin so ein bisschen gesucht nach Gemeinschaftsgrundstücken, die ich nach Oasis Springs setzen kann, die hier gut hinpassen, weil wir ja im Moment für ein paar Tage mit Schneewittchen bei Don sind, der ja in Oasis Springs wohnt. Und ein Schwimmbad zum Beispiel haben wir ja schon in Oasis Springs. Das ist dieses Sommerferienschwimmbad, wo wir auch schon mehrfach waren mit der Baby Challenge, was ich vor bestimmt Jahren mal gebaut habe. Von daher fand ich es hier ganz cool, ein bisschen anderes Grundstück noch dazu zu bringen. Vor allem, ich habe hier noch so ein paar andere Elemente noch mit dazu gebracht. Also wir haben hier nicht nur dieses Wasserbecken vom Onsen, wir haben hier außerdem so einen kleinen Barbereich, wo die Sims dann noch ganz genüsslich ihr Glas Nektar trinken können. Wir haben hier eine Sauna, Massage liegen und zwei Whirlpools. Also es ist grundsätzlich wirklich so ein auf Entspannung, Genuss und Wellness fokussiertes Grundstück, was finde ich auch eigentlich ganz gut in dieses römische Thema reinpasst. Ich habe eben mal gegoogelt, ob diese Badehäuser halt schon sowas in der Art hatten wie eine Sauna und hatten sie tatsächlich auch. Also es gab wohl in den Thermen, was die öffentlichen Badehäuser waren, Fußboden und Wandheizung, was ich beeindruckend fand, bis ich gelesen habe, dass das irgendwie ganz furchtbare Sklavenarbeit war. Aber die Technologie davon finde ich immer noch beeindruckend. Und da gab es wohl auch Räume, die halt so wie so Dampfräume waren, also wo man wirklich hingegangen ist, um zu schwitzen und um eben wirklich die Körpertemperatur zu erhöhen, halt im Prinzip wie in der Sauna eben auch. Von daher finde ich, passt das hier eigentlich ganz gut ins Spiel rein. Der Whirlpool vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Ich glaube, den gab es da noch nicht. Ich meine, irgendwie Whirlpools kamen irgendwann, weiß ich nicht, in den 60er Jahren oder so, keine Ahnung. Aber ja, es ist auf jeden Fall so ein wellness-fokussiertes Grundstück hier. Und ich freue mich auch mit Schneewittchen und Don hier hinzugehen. Ich würde auch sagen, dass es auch ein Grundstück ist, was sich für Paare eigentlich auch ganz gut anbietet. Vielleicht könnte man hier auch ein Date haben, wobei vielleicht nicht ein erstes Date, sondern so ein Date, wenn man sich schon so ein bisschen kennt, würde ich sagen. Oder ich meine, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die mit einem ersten Date in die Sauna gehen. Fände ich jetzt persönlich ein bisschen eigenwillig, aber ich meine, die Sims machen, was ihr wollt, ihr macht, was ihr wollt. ja, aber es ist auf jeden Fall ein schönes Grundstück, denke ich, für Pärchen, um hier hinzugehen. Man könnte hier, denke ich, auch von den Sachen, die ich hier platziert habe, eigentlich auch Partys feiern. Also wir haben ja auch diesen Barbereich hier und wir haben auch einige wirklich schöne Sitzecken. Ich weiß nur nicht, ob das vom Grundstückstyp her geht, weil die Onsen, also halt einfach diese japanischen Badehäuser, die ja halt mit denen das ja eigentlich hier ins Spiel kam, da geht es ja viel so um Ruhe und um Achtsamkeit und auch natürlich darum, respektvoll den anderen Leuten gegenüber zu sein, die dort sind und dann eben halt nicht zu laut zu sein und so weiter. Von daher weiß ich nicht, ob man hier Partys feiern kann, ob das Spiel das mitmacht. Sonst müsste man vielleicht den Grundstückstyp nochmal ändern und es dann nochmal versuchen, wenn ihr das hier machen wolltet. Und ja, ich habe hier in diesem Mittelmeerstil gebaut, also hier in dieser Nachbarschaft von Oasis Springs, wo ich hier gerade baue, da gibt es ja eigentlich diesen spanischen Stil, der ja schon im Basisspiel mit drin war. Und ich verallgemeinere den immer so zum Mittelmeerstil an sich, weil ich erstens die Stile nicht unterscheiden kann von spanischer Stil zu italienischer Stil, römischer Stil
Und ja, ich finde so, da passt hier dieses Grundstück auch ganz gut rein. Wobei ich habe eben mal gegoogelt, die Römer waren ja auch in Spanien und es gibt auch dort noch Ruinen von Badehäusern, was ja logisch ist. Ich glaube, sogar in Deutschland gibt es Ruinen von römischen Badehäusern, von diesen Thermen, meine ich schon. Von daher irgendwie, das würde, glaube ich, selbst dann noch einigermaßen passen. Und ja, ich habe hier dann viel gemacht mit Torbögen, aber auch mit Säulen. Und das hatte sich irgendwie nicht so gut platziert, als ich das Grundstück nochmal in eine andere Welt gesetzt habe, um in einer anderen Jahreszeit Screenshots zu machen. Da musste ich einige von den Säulen nachplatzieren, obwohl ich Move Objects aktiviert hatte. Von daher kann das sein, wenn ihr das Grundstück runterladet und das in euer Spiel setzt, dass ihr so ein paar von den Säulen, die ich hier platziert habe, nochmal selber nachplatzieren müsst. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe hier ohnehin immer noch beim Bauen teilweise Probleme mit den Fundamenten, die ins Spiel kamen. Also es ist immer noch so, dass zum Beispiel, wenn ich einen Raum ziehe, die Fundamenthöhe oder die Stufenhöhe sich verändert vom Restgrundstück und das auf einmal so nach oben geht oder teilweise, dass das Dach nicht so richtig auf der Wand drauf sitzt, sondern so da drüber schwebt. Ich weiß auch nicht warum. Also so sehr ich das liebe, dass wir jetzt sehr einfach Split-Level erstellen können in den Sims, ich hoffe, da wird noch ein bisschen was nachträglich nochmal im Feintuning besser gemacht, weil ich finde das im Bauen im Moment manchmal wirklich anstrengend, dass das einen teilweise wirklich das, was man vorher schon gemacht hat, komplett zerschießt, wenn man nur einen Raum platziert. Also von daher, Sims Team, ich hoffe, da passiert irgendwie nochmal was. Und ja, ich habe ja außerdem einige Objekte verwendet, die mit paranormale Phänomene jetzt vor kurzem ins Spiel gekommen sind. Und oh mein Gott, ich bin so begeistert. Also ich habe hier vor allem hier diese Laternen, schaut euch die mal an. Sind die nicht so schön? Ich finde die so schön. Aber auch die Pflanzen, die ins Spiel kamen. Die Sofas finde ich auch super schön. Die habe ich nur hier nicht platziert, weil die passten dann doch nicht so gut. Und ich finde das ganz interessant, weil eigentlich ist ja paranormale Phänomene was ja nur für wirklich einen kleinen Anteil der Sims-Spieler, würde ich mal behaupten, richtig interessant ist. Also ich würde sagen, so viele Leute interessieren sich jetzt auch nicht mehr für Geister und so weiter. Also zumindest nicht so sehr, dass sie sich ein extra Pack dafür gewünscht haben. Also ein paar Leute bestimmt, aber jetzt einfach so von den Simmern an sich. Aber ich würde sagen, von den Objekten her, die im Spiel sind, ist dieses Pack schon was für mehrere Leute. Also ich habe auch schon die Erstelle ein Sim-Objekte ein bisschen ausprobiert, als ich die Sims für Apartment Nummer 4, unsere Mitbewohner, erstellt habe. Und da war ich eigentlich auch ziemlich begeistert von. Ich habe auch noch vor, ein Traumhaus mit den Objekten zu bauen. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich erst so im März irgendwann kommen, weil ich habe am Ende vom Februar eine Prüfung. Da bin ich im Moment auch schon in der Prüfungsphase und am Lernen zu und so weiter. Und die Traumhäuser erfahrungsgemäß, die dauern einfach länger zu bauen. Und da komme ich vielleicht nicht so wirklich zu. Und hier dieses Badehaus zum Beispiel ging vergleichsweise schneller zu bauen, weil es ja nicht so viele Räume hat. Also ging das von daher dann auch ganz flott. Hier haben wir jetzt eine Sauna. Wenn ihr euch fragt, irgendwie, warum da eine Obstschale in der Sauna steht, was der Sinn ist, keine Ahnung. Irgendwie in meinem Kopf sind irgendwie die Römer ständig am Essen, wenn sie irgendwo sind und einfach so sehr genussbezogen sind. Also ich habe einfach so diese Bilder im Kopf von irgendwelchen Leuten, die auf diesen Liegen, diesen römischen langen Liegen liegen und dabei irgendwie im Liegen essen. Wo ich denke, wahrscheinlich aßen die auch irgendwie Weintrauben in der Sauna oder so. Kann ja sein, vielleicht auch nicht, aber ich fand die Obstschale da schön. Also bleibt sie da. Und ja, das ist das Grundstück soweit hier. Und ich bin irgendwie am Überlegen, ich möchte gerne irgendwie in nächster Zeit noch mehr in diesem orientalischen, nicht in diesem orientalischen, in diesem mediterranen Stil bauen. Weil jedes Mal, wenn ich in diesem Stil baue, denke ich so, warum baue ich damit nicht häufiger? Ich baue damit so gerne. Muss ich mal schauen. Ich habe hier die Duschen für das Badehaus in dem Flur letztendlich platziert. Man muss sich ja vorher baden, bevor man in dieses Wasserbecken steigt, sonst irgendwie wird man irgendwie schief angeguckt von den anderen Sims oder irgendwie das Wasser wird trübe oder irgendwie sowas. Und ich habe mir das aber halt so vorgestellt, und das ist ja im Gameplay auch so, dass die Sims eben schon in ihren Badesachen da drin baden, also halt jetzt nicht eine eigentliche Dusche nehmen, sondern sich eben abduschen, schon in Badeanzug, Badehose, was auch immer.
Und wir hatten in diesem Flur so viel Platz und dann dachte ich, okay, dann bringe ich die Duschen einfach da rein. Und ich stelle mir vor, wir sind ja hier wirklich in der Wüstenwelt Oasis Springs. Und hier, das wäre ja auch ein Grundstück, wo man zum Beispiel im Sommer auch hingehen könnte, auch wenn es im Moment Winter ist. Ich hoffe, es ist warm genug, um mit Schneewittchen und Don hier hinzugehen. Aber müsste ja eigentlich, ne? Ich meine, in Mount Komori, wie steht das ja im Schnee, jetzt wo ich drüber nachdenke? Nee, müsste funktionieren. Irgendwas wollte ich sagen. Ach ja, dass es hier wahrscheinlich im Sommer auch sehr schön kühl sein kann, weil wir ja hier diese Gänge drumherum haben, um dieses Onsenwasserbecken. Und so diese römischen Ruinen, wenn man die sich anschaut, die haben ja häufig super dicke Wände aus wirklich Stein. Und ich stelle mir das vor, dass der Effekt da wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich ist, wie wenn man halt in eine Kirche geht. Und in der Kirche ist es ja zum Beispiel auch im Sommer super, super kühl häufig noch. Dass man dann auch hier so ein bisschen abkühlen drin zwischendrin. Abkühlen kann zwischendrin, das fände ich ganz cool. Und hier haben wir jetzt so einen kleinen Barbereich. Also halt für den Onsen an sich habe ich mir das wirklich so vorgestellt, dass es halt auch dort ziemlich leise ist. Also halt jetzt nicht irgendwie eine Kneipe oder so, sondern halt wirklich so, dass man da halt wie so der Aufenthaltsraum wirklich in einer Sauna, wo man dann halt nicht in der Sauna selbst drin ist, aber immer noch auf dem Grundstück der Sauna und man da irgendwie so einen Bereich hat, wo man sich hinsetzen kann. Wo es halt nicht ganz so heiß ist, aber wo man außerdem auch still ist und man auch diese Ruhe noch hat. So habe ich mir da vorgestellt. Und dass die Sims da vielleicht irgendwie ihren Saft oder ihren Nektar trinken können. Und jetzt sind wir schon an der Gestaltung von den Gängen an sich. Da habe ich noch ein paar Sitzgelegenheiten mitgebracht, aber wir haben in der einen Ecke von den Gängen die Duschen und in der anderen Ecke dann diese Sitzgelegenheiten. Aber das war wirklich mehr zu Deko. Also ich denke, wenn ich die Sims hier sich irgendwo hinsetzen lassen würde, wäre das wahrscheinlich da am Kamin, an dem Kaminbereich, den ich erstellt habe. Ja, und dann habe ich hier noch ein paar Vasen gefunden und ich dachte, die passen eigentlich auch ganz gut in dieses Rom-Thema rein. Und ja, dann kam hier noch ein bisschen Landschaftsgestaltung, die ich versucht habe, dann an Oasis Springs anzupassen. Also wir haben hier dann Zypressen und Palmen und Steine. Und Sand und diese stachligen Sträucher, ich weiß gerade gar nicht genau, wie die heißen. Und ein paar Kakteen. Und ja, sind wir gleich schon am Ende von diesem Grundstück und kommen in die Screenshots. Ich muss mal schauen, ob in den nächsten Wochen wirklich an jedem Sonntag ein Hausbauvideo kommt. Ich habe zwar ein paar Häuser schon vorgebaut, aber die Videodateien davon sind teilweise super, super lang. Also es würde auch ziemlich lange dauern, die zu schneiden. Und halt, weil ich im Moment eben für die Prüfung am Lernen bin, kann das eben sein, dass ich ab und zu mal nicht dazu komme, sonntags ein Hausbauvideo zu machen. Nur, dass ihr jetzt schon mal Bescheid wisst, dass ihr wisst, was los ist, wenn halt sonntags dann kein Video kommt. Und ja, hier sind wir in den Screenshots. Hier ist der Blick, wenn man reinkommt, also schon mit Statue und dann diesen Torbögen raus in den im Prinzip ja Innenhof. Hier haben wir jetzt zwei Toiletten auf jeder Seite, die auch ziemlich ähnlich sind. Deswegen habe ich euch nur ein Bild davon gezeigt. Und hier sind wir jetzt im Innenhof an sich. Ich finde, das sieht so hübsch aus. Also einfach auch, weil ich den Baustil an sich so mag. Und ich habe hier diese Statuen aus, ich meine, romantische Gartenaccessoires platziert. Dieses Stuffpack ist schon so lange draußen, dass es für mich inzwischen so einblendet mit anderen Sachen, die auch schon so lange draußen sind. Deswegen kann ich das manchmal nicht so gut unterscheiden. Ich meine, sie wären daraus. Und dann haben wir hier Massageliegen gehabt und hier jetzt diesen Kaminbereich mit den wunderschönen Laternen, die jetzt neu ins Spiel gekommen sind. Ich glaube, die werde ich sehr häufig verwenden. Die gefallen mir richtig gut. Und hier sind wir jetzt dann im Barbereich, wo die Sims dann vielleicht eine Kleinigkeit essen können, vielleicht irgendwas Leichtes und dann hier so ein bisschen weiter das Leben genießen können und eben diese Gänge, die wir hier drumherum haben. Und hier haben wir jetzt die erste von zwei Saunen. Ich weiß nicht, ob es Saunen heißt oder Saunas. Ich habe jedes Mal, wenn ich in Sims baue und es ist eine Sauna auf dem Grundstück, das gleiche Problem. Ich frage mich das jedes Mal und nie denke ich dran, das mal nachzuschauen. Und ja, hier haben wir noch ein paar Sonnenliegen, wo die Sims dann sich ein bisschen ausruhen können und noch ein Screenshot vom Hof. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!